Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder zu Hitman Absolution Folge 10. Wir müssen jetzt warte, dass ich jetzt hier noch eine Waffe nehme. Kann ich jetzt mit der schießen? Gucken wir mal. Hallöchen. Ika, Ika. Ich gebe mein Bestes. Dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Also. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren Sie. Geht auch ein Munition Raketenwerfer? Haben wir. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Zu sehr zweideutig. Oder was meint ihr? Ach, nehmen wir doch einfach mal alles, was hier so rumliegt, würde ich sagen. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Der geht hier auch bestimmt gleich ab. Menschliche Schutzschild. Hey, du kannst jetzt stehen bleiben. Ich will nicht mit dir kuscheln. Sabotieren. Müssen wir vielleicht sogar machen, wer weiß das schon. Guck mal nochmal, ob das geht. Ich habe nichts gemacht. So. Wollen wir jetzt loslegen? Geht mir bisher auch Driss, dass die anderen hier alle noch mitschießen dürfen.
In der Hose von meiner Mama. Wusste, sie hab's drauf, Cowboy. Heilige Scheiße! Wo kommt der denn her? Ich glaube, ich werde sie nicht schlagen, wenn ich so die Punktzahl gerade sehe. Nicht schlecht. Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Oh, ich kann absolut nicht schießen, ey. Zu wenig, zu wenig. Ach, ist das scheiße, hat er gemacht. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, der Glatzkopf kann schießen. Nee, kann ich nicht. Ja. Nee. Nicht schlecht. Haben Sie gewonnen? Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Kleine Lilly geschlagen. Versuch's jetzt mal, ob ich hier mit vielleicht besser schieben kann. Maus und Tastatur. Quatsch. Oh ja. Ach, come on, was ist denn das für eine Scheiße? Scheiße, ich bin beeindruckt. Ich nicht.
Wieso treffe ich da nur einmal? War zwar jetzt die beste Runde. Nein. Nicht schlecht. Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Ich versuche es auch. Ach, come on, der hat doch gesessen. Shit, oh. Ein Punkt, super. Zu wenig. Das ist zu schlecht. Das reicht wieder nicht aus. Scheiße. Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Ja, mit welcher denn? Viel Auswahl gibt's ja nicht. Jetzt hier auf jeden Fall. Sehr gut. Das ist schon mal bislang nicht schlecht.
Scheiße. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, Jungs. Jawohl. Yes, geht doch. Yippie! Feuerwerk! Mist! Sie haben mich geschlagen! Ja, es geht doch. Ja, da sieht man mal wieder, dass mit Maus und Tastatur doch besser ist zu zielen. Obwohl ich ja doch eher auch sehr gerne mit Controller spiele. Zeitlupen-Ding muss man hier eben auch oft verwenden. Endlich. Sie haben die Silver Bellers. Arsenal Teil 2. So. Birdie, er hat mir meine Silver Bellers als Bezahlung abgenommen. Jetzt gibt er sie mir zurück. Sehr gut. Freigeschaltet. Schmerzunterdrückung 2. Verbessert die Schmerzhaltung. Nächste Stufe verbessert die Schadenserholungszeit und die Schmerzhaltung von 47 weiter. Sehr gut. Selbst da hätten wir noch ganz schön viel sammeln können. Entenjagd. Wahrscheinlich hätten wir auf diese Ente da können. Benzinkanister. Mir ist scheißegal, weiter geht's. Was er ist und wie er dieses Problem lösen will. Aber es muss gelöst werden. Sir, wir haben. Birdie hatte recht. Er ist in Hope, South Dakota. Und Victoria? Sie ist nicht bei ihm. Okay, macht mal die Ohren auf. Ich gebe grünes Licht für die Operation. Ich will 47 Schädel auf einem Silbertablett serviert. Sir, denken Sie nicht, wir sollten uns zuerst darum kümmern, das Mädchen zurückzuholen? Nein, Jade. Zuerst wird der neutralisiert, der diese Lage zu verantworten hat. Er wird wissen, wo sie ist, glaub mir. Kriegen wir 47, kriegen wir auch das Mädchen. Wir dürfen auf keinen Fall versagen. Das habt ihr doch schon. Schicken Sie die Saints. Klingt lustig. Also nicht für mich, aber Shaving Lenny. Tyler dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Verdammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Na, und ich erst.
Lennys Gang eliminieren. Lenny Dexter, das schwarze Schaf. Er hat sich das Mädchen gegriffen, damit sein Vater ihn beruhigt. Jojo. Gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwas finden. Hier haben wir auf jeden Fall genug Platz, um die wegzuschaffen. Geld brauchen wir jetzt nicht. Hallo. Man kann ja von dem Typen halten, was man will. Von diesem Schmidt. Aber er hat ihm echt Feuer unterm Arsch gemacht. Ach, es liegt nicht an diesem Arschloch von Coach, sondern an den Grady-Jungs. Die Cougars hatten seit 1986 keine so guten Linebacker mehr. Ja, Cougars hier, Cougars da. Wissen Sie, es gibt noch mehr im Leben als Football. Tja, wie ich immer sage. Aber nicht viel mehr. Hey, was geht ab? Scheint mehr als Donuts. Tut mir leid, Sir. Wir haben geschlossen. Vielleicht für immer. Sie müssen Ihre Einkäufe woanders erledigen. Das ist aber schade. Ich denke mal, hier hinten ist alles Autoalarm ausüben. Könnten wir natürlich auch vollführen hier unten. Führen Sie sich nicht vom Fleck. Das hier ist mein Job. Alles klar, okay. Ja, verstanden. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen, Sir? In Ordnung. Ihr kommt jetzt alle schön brav raus. Ich meine es ernst. Ich wollte gerade meistens Wasser reparieren lassen, weil ich seine Lächelsauce trinke. Ich hatte so fast ein Gefühl. Ich rufe jetzt alle hier hinten rum. Aha. Ach, scheiße. Sorry. Ganz schlau werde ich momentan nicht daraus. Ich am besten hier eine Chance sehe.
Kommt der hier nochmal runter oder nicht? Was zum Teufel? Hallo? Ist da jemand? Falscher Alarm, kein Grund zur Panik. Over. Natürlich geht der vorne raus. Hey, Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Das sollte kein Befehl sein. Aber tun Sie es bitte trotzdem. Okay, gehen Sie weiter. Hören Sie auf. Ja. Ich bin ja wieder kurz davor, alles in Grund und Boden zu ballern. Es ist doch hier nicht möglich. Hey, Sie gehen gerne auf Tuchfühle, was? Nee, ganz sicher nicht. Du kannst hier doch nichts machen. Was machen Sie da? Laufen. Rennen. Na, von denen ich fasse es ja nicht. Ich hoffe jetzt, dass meiner den hier nach hinten zieht. Ja, erstmal alles auskundschaften, nicht wahr? Hey, was? Sie können ja so schlecht Gesichter merken. Ich bin älter als du. Er sieht fast so aus wie... Schaffe ich nicht mehr. Sir, könnte ich kurz mit Ihnen sprechen? Nee. Ich bin Polizist. Bleiben Sie sofort stehen. Ach, nicht mich. Sofort stehen bleiben. Ich bitte Sie nicht nochmal darum. Okay, jetzt bin ich beleidigt. Wofür halten Sie mich eigentlich?
Na los, nehmen Sie schon die Hände hoch. Hey, nö. Nicht darauf rein, das ist der Kerl. Der ist auch nur eine Zielscheibe. Wieso kann er denn hier nicht runterspringen? Gibt's die Hunde? Alter, wie viel halten die denn aus hier? Das hat's ja gebracht. Das hat's nicht wirklich gebracht. Oh, ich hab gleich keine Munition mehr. Wer hat gesessen? Ach Leute. Keine Schuss mehr. Aua, das tut so weh immer. Ach, scheiß doch die Wand an, ey. Nee, die Munition, die er hat, die ist nicht wirklich günstig dafür. Tja, wollen wir mal gucken. In der nächsten Folge hoffe ich mal, dass wir das besser hinkriegen hier. Klar ist auf jeden Fall, dass die rechte Seite der bessere Weg ist, aber ich finde hier einfach, ehrlich gesagt, kein Mittel, um auch nur annähernd
Eine gute Möglichkeit zu finden. Also den Polizisten eliminieren, dann hoffen, dass vielleicht der eine von denen da lang geht. Dann wir als Polizisten verkleidet auf die rechte Seite gehen, dann könnten wir den zweiten eliminieren. Mal gucken. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das dann in der nächsten Folge hinkriegen. Ich sage auf jeden Fall für heute vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.